Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 376 und wir sitzen hier in unserem Iveco Gliederzug und wir haben ja auch schon eine neue Tour angenommen. Hier, ne, das Ding, den Tandem hier haben wir angehängt und ja, stehen ein bisschen unsauber hier an der Seite, aber das ist ja für uns nicht ganz so wichtig. Wir fahren ja direkt gleich los. Allerdings weiß ich gar nicht mehr, was wir fahren, wohin wir fahren, was wir machen. Wir transportieren Computerprozessoren 3 Tonnen schwer nach Nantes. Was war das denn jetzt? Egal, nach Nantes. Wir stehen hier am Pariser Flughafen. Wir fahren die A104 entlang, wechseln hier auf die A10, A11, A11, A11 an Le Mans vorbei, A11 und dann hier nach Nantes. Oder wie auch immer man das richtig ausspricht. Ist ja völlig wurscht. 565 Kilometer haben wir vor uns, meine lieben Freunde. Und ich würde mal sagen, wir starten die Motoren. Genau genommen ist es eigentlich nur ein Motor, aber ist ja völlig egal. Den ganzen Aufbau hier haben wir uns ja schon mal angeguckt. Ich glaube, so ein Tandem ist jetzt auch nichts Neues unbedingt für uns. So, nochmal kurz hier alles kalibrieren und dann können wir auch schon losmachen. Ja, Feststellbremse sollte man vielleicht auch lösen. Dann setzt sich dieser LKW auch in Bewegung. So, jetzt fahren wir kurz den Typen hier zum Matsch. Matsch, 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 matsch. Dann fahren wir hier aus dem Betriebsgelände raus. Und dann gehen wir mal die 600 Kilometer an. Oder die 565. Und wow, dieser Wendekreis, ne? Das ist der Wahnsinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Wendekreis ist ein Horror. Das liegt aber an dem 6x4 Fahrwerk. Irgendwie ist die Maus heute sehr, sehr schnell. Irgendwie sehr ungewohnt. Naja, okay. Ist auch sehr ungewohnt, dass das Spiel mittlerweile doch sehr flüssig läuft. Das habe ich ja schon lange so nicht mehr gehabt. Naja, schauen wir mal an, wie das Ganze heute läuft. Ich muss auch gestehen, ich habe euch ja erzählt, ich möchte auch mal wieder Musik mit hier in das Spiel packen, damit es auf Dauer nicht ganz so langweilig ist. Aber ich habe nichts Gescheites gefunden. Also, ich habe mal eine Playlist runtergeladen gehabt und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie relativ enttäuscht. Die Playlist war nicht so cool und ich suche natürlich Musik, die ich halt kommerziell nutzen darf und es ist dann nicht so einfach, irgendwie gescheite Musik für ETS 2 rauszufinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, jetzt habe ich es leider doch nicht geschafft, gute Musik mit einzufügen. Aber ich halte auf jeden Fall die Ohren steif. Ich werde da noch weiter gucken. Danach. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht in der nächsten Aufnahmesession noch was haben. Die Musik, die ich bis jetzt halt gefunden habe, das war mehr so. Ja, ich weiß nicht. Das war mehr so gechillter Trap irgendwie. Auf jeden Fall mehr so auf elektronischer Basis. Und das Ganze hat irgendwie absolut nicht zum Spiel gepasst. Und deswegen machen wir jetzt das Ganze erstmal weiterhin ohne Musik. Ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht so schlimm, aber ich fand wirklich, das hat absolut nicht gepasst zum Spiel. Weil ab und zu mal waren da auch so Lieder dazwischen drin, wo gerappt worden ist halt einfach. Das waren so Remix teilweise. Und ja, ich finde, wie gesagt, das passt einfach nicht zu ETS 2. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre irgendwie so welches Genre ist denn das? Ich weiß jetzt nicht, wie das Genre heißt. Aber so Retro-Gaming-Musik irgendwie, vielleicht irgendwie geremixed, ich weiß es nicht. Aber da habe ich schon ein bisschen danach gesucht, aber ich habe nichts gefunden, was ich halt so verwenden darf in den Videos. Deshalb bin ich da noch nicht wirklich weit gekommen. Aber wie gesagt, ich werde da einfach noch nachgucken.
Vielleicht finde ich doch noch irgendwas. Vielleicht wisst ihr auch irgendwas. Vielleicht könnt ihr mir irgendwelche Links schicken oder mir irgendwie dabei helfen, weil bis ich erstmal wieder zum Suchen komme, ich weiß jetzt auch nicht, ich werde wahrscheinlich die nächste Aufnahmesession nicht mehr allzu bald aufnehmen können. Fuck, ich muss die Spur wechseln. Ich glaube, die nächste Aufnahmesession, die wird wahrscheinlich wieder ziemlich lange auf sich warten lassen. Ich habe aber sehr viel, sehr, sehr viel Project Cars im Voraus aufgenommen. Ich möchte euch aber trotzdem auch noch mit ETS 2 irgendwie dienen. Deswegen muss ich mal schauen, wenn ich jetzt da zwischendrin noch Musik suchen sollte. Ich glaube, okay, vielleicht wird nächste Aufnahmesession doch nichts mit Musik. Aber dann eventuell die übernächste. Ich kann euch da nichts versprechen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ich Musik finde. Ich hoffe nur, dass ich halt auch was finde, das ich so benutzen kann in den Videos. Nicht, dass es da Ärger gibt. Ey, das ist doch eine Mistkröte. Zieh doch einfach rüber. So, und ich verschalte mich hier andauernd, weil ich zu schnell schnalte, weil ich irgendwie an Project Cars gewöhnt bin. Ich komme gerade übrigens von einer Aufnahmesession von Project Cars. Deswegen labere ich wahrscheinlich auch irgendwie voll verwirrt daher. Guck mal, der will rechts überholen, aber den lasse ich nicht durch. Huch. Vielleicht nochmal nach vorne gucken. Ja, dadurch, dass ich im Project Cars schon so viel gelabert habe, fällt es mir gerade ein bisschen schwer, irgendwie gescheit zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr ganz, ganz viel am Stück geredet habt oder so, dann lässt das Sprachzentrum irgendwie nach. Und vor allen Dingen haben wir auch gleich. Oh, wir haben schon gleich 11:30. Okay, es ist gerade 23:17 Uhr tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass es schon so spät ist. Ja, kein Wunder, dass ich nur Scheiße labe. Aber ist in Ordnung. Ist ja nur ETS 2. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, worüber ich sehr überrascht bin, ist das neue DLC, was für ETS 2 rauskam. Und zwar dieses Special Transport. Was ich finde, das sehr, sehr geil aussieht. Und vor allen Dingen sehr, sehr interessant wirkt. Ich bin mir aber sicher, dafür braucht man dann wahrscheinlich die neueste Version, also 1.30. Und bei mir wird das ja noch dauern, bis ich das Ganze update. Ich könnte es natürlich so machen, dass ich das Spiel update und einfach mit der originalen Map spiele. Was ich aber ehrlich gesagt nicht machen will, weil mir das ein bisschen zu wenig ist. Von den Straßen her und so. Ja. Keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall schon sehr an die Pro-Mods gewöhnt und würde gerne noch weiterhin erstmal bei Pro-Mods bleiben. Und ich weiß, viele haben mir gesagt, es gibt ja schon die neue Version von Promods für die 1.30. Das Problem ist allerdings nur, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass die neue Version von Promods nicht so super stabil läuft wie diese Version im Moment. Vor allem nicht mit den ganzen Erweiterungen. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich immer noch mit der 1.28 spiele. Bitte nicht wundern, Leute. Das ist. Mir wurde wirklich gesagt, und dieser Quelle vertraue ich auf jeden Fall. Diese Quelle kennt sich auch sehr gut aus mit Promods und so weiter und so fort. Und diese Quelle hat mir verraten, dass die neue Version einfach noch nicht so stabil laufen. Und mir ist es dann doch schon irgendwie wichtig, dass ich euch, naja, größtenteils lagfreie Videos bieten kann. Auch wenn das jetzt in den letzten 10 Videos vielleicht nicht so gut geklappt hat, wegen fehlerhaften Mods und so. Aber daraus muss man dann auch lernen. Daraus muss man auch lernen. Ich frage mich gerade, ob ich die Musik im Ordner gelassen habe. Nee, habe ich nicht. Radio streamen darf ich leider auch nicht. Das kann ich ja auch nicht kommerziell nutzen dann. Ein bisschen schade. Oh, warte mal. Wie machen wir denn das Licht hier an? Das hätte ich vielleicht früher schon dann machen können, aber okay. Nicht so wild. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oh, das sieht nach einem Schwertransport aus oder so. Hier fährt ein BMW mit so einem
Koffer auf dem Dach, das ist auch cool. Was mittlerweile alles in den Traffic gekommen ist, ist ja der Wahnsinn. Und vor allem 2017 ist ein super Jahr eigentlich für SCS Software. Die hauen verdammt geile DLCs raus, finde ich. Also allein das mit den Lenkachsen ist ja schon Wahnsinn. Jetzt kommt auch das mit dem Special Transport. Also man hat ja hier, für diejenigen, die es noch nicht wissen, Begleitfahrzeuge, die einen tatsächlich unterstützen im Verkehr. Straßen absperren und die Spuren freihalten für einen und so weiter und so fort. Was ich super, super geil finde. Ich habe das zum Beispiel bei Chris Maximus gelesen. Gesehen. Und fand das Video eigentlich richtig, richtig cool. Oder war das bei Chris Maximus? Oder war das bei Nordrhein TV? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr geil gemacht von SL Software, dass sie das wirklich so geil hinbekommen haben, dass es da eine KI gibt, die die KI-Fahrzeuge, also den ganzen Verkehr, doch gut blockieren können und einen die Spuren freihalten und so. Das finde ich sehr, sehr geil gemacht. Finde ich absolut geil. Aber ich habe schon immer auf SCS Software vertraut und gebaut. Die haben mich noch nie so wirklich enttäuscht. Außer, dass sie halt mit manchen Sachen echt teilweise sehr, sehr lange brauchen. Vor allem das mit den Gigaliner. Das war ja damals schon, bevor ETS 2 eigentlich rauskam, war das ja schon angekündigt, dass es da dann auch Gigaliner gibt. Und ETS 2 ist jetzt auch nicht mehr so das jüngste Spiel. Aber naja, jetzt gibt's den ja. Jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr aufregen. Was war denn das da vorne für ein Auto? Das sah fast aus wie ein Renault Safran. Das war übrigens mein allererstes eigenes Auto, das ich hatte. So ein Renault Safran. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das einer war. Aber der sah dem schon ein bisschen ähnlich. So, ich würde mal sagen, wir müssen Richtung Bordeaux fahren. So, weil aus Paris kommen wir ja. Ja, der Renault Safran, das war eigentlich ein ziemlich hässliches Auto, meiner Meinung nach. Hässlich wie die Nacht. Aber eine 2,2 Liter Maschine, 147 PS, das ging eigentlich nicht schlecht. Und das für als erstes Auto. War ein recht großes Auto sogar. Ziemlich große Innenausstattung gehabt und so. War schon ganz cool. Hab das Ding für 400 Euro gekauft. Bin damit gut 4 Monate gefahren, bis ich dann TÜV machen musste. Und dann habe ich mir ein anderes Auto gekauft. Jetzt fahre ich ja immer noch den Honda Accord. Baujahr 89. Und bin immer noch sehr zufrieden mit dem Auto. Verbraucht nur ein bisschen viel. Ist noch ein Vergaser. Kein Direktanspritzer. Aber naja, damit muss man halt dann leben. So, da vorne kommt eine Mautstelle. Das heißt, ich werde einfach mal runter vom Gas gehen. Wobei, das ist, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ich bin total in der Steuerung von Project Cars irgendwie drin. Ich wollte jetzt nämlich gerade schon nach hinten gucken. Was total bescheuert ist. So. Dann wollen wir mal wieder ein Ticket ziehen. Japp, Anfang einer Mautstrecke. Bitte Ticket aufbewahren. Das werden wir tun. Und ich habe ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Dass ich, oh, wisst ihr was? Unser Fahrer ist müde. Wenn wir schon hier sind, dann gehen wir gleich mal schlafen. Das nutzen wir jetzt direkt aus. Hab gar nicht mehr darauf geachtet jetzt, ne? Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ich glaube, ich habe ja schon erwähnt, dass wir nach dieser Tour dann einen neuen LKW kaufen werden. Kann ich hier überhaupt schlafen? Weil irgendwie wird mir nichts vom Route Advisor angezeigt. Aber laut Dingens können wir hier schlafen. Warte mal, ich probiere es mal aus. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, Motor wieder an. Mein Gott, sind das viele Lichter, wenn er angeht, ne?
sondern fahren wir mal auf den hinteren Parkplatz. Vielleicht können wir ja dann da schlafen. Ich hoffe es zumindest. Aha, hier geht es. So, wir sind an der Linie, das passt. So. Wir wollen uns nach der Tour einen neuen LKW kaufen. Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Allerdings weiß ich noch nicht, was für ein LKW. Weil dadurch, dass ich doch ein bisschen im Vorrat aufgenommen habe, haben jetzt noch nicht viele Leute geschrieben. Außer es wurde auf jeden Fall ein DAF gewünscht von 50K. Allerdings habe ich den DAF, glaube ich, gar nicht drin. Was jetzt natürlich ein bisschen doof ist. Aber so könnten wir uns eventuell einen DAF holen. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wo nochmal der Scheinwischer angeht. Wie gesagt, ich bin voll in der Steuerung von Project Cars drin. Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, das Spiel wird immer hübscher. Mit jedem Update wird die Grafik immer geiler. Und das ist doch schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt. So. Jetzt weiß ich natürlich, wie gesagt, immer noch nicht, was für ein LKW ich als nächstes kaufen werde. Wie gesagt, der DAF wurde jetzt doch relativ häufig mal erwähnt in den Kommentaren. Wir könnten uns einen DAF kaufen. Dann ist wieder die Frage, Euro 5, Euro oder Euro 6, keine Ahnung. Renault Magnum hätte ich dann eventuell noch, weil ich den Magnum selber eigentlich ganz interessant finde. Jetzt nicht unbedingt, also von der Optik ist er, hebt er sich definitiv von den anderen Modellen ziemlich stark ab. Schade, dass es bisher keinen neuen Magnum gibt, sondern es halt jetzt den Range T. Soviel ich weiß, steht das T übrigens auch für Truck einfach, ne? Renault Truck sozusagen. Range Truck, keine Ahnung. Ich glaube, den haben wir uns einmal in einem Livestream mal gekauft, den Range T, und seitdem gar nicht mehr. Aber ist auch völlig wurscht. In echt finde ich den nicht so gut. Bin ich schon mal in echt gefahren, aber so toll finde ich den eigentlich nicht. Ja, vielleicht mal wirklich den Renault Magnum. Wie gesagt, DAF. Der MP4 wurde gewünscht. Als Tandem, also als Gliederzug. Und ich glaube, seitdem wurde dann nichts mehr wirklich Großartiges in den Kommentaren hinterlegt. Jetzt werde ich irgendwie müde. Egal, ich nehme heute noch ETS2 auf. Ich will auf jeden Fall. Vor allem habe ich nicht mehr viel Freizeit jetzt. Ich muss halt gucken, dass ich alles, was ich habe, so ein bisschen ausnutzen kann. Dass ich auch wirklich immer was auf Vorrat habe und vielleicht mein Upload-Rhythmus so ein bisschen beibehalten kann. Auch wenn es wahrscheinlich dann in ein paar Wochen bzw. in ein paar Tagen wieder ein bisschen weniger wird. Sage mal, warum fährt denn der so langsam? Ich werde den jetzt überholen, auch wenn es ein Polizist ist, aber ich überhole den jetzt. Mal gucken, ob er überhaupt was macht. Aber da vorne ist ja noch einer. Warum fahren denn so viele Polizisten hier rum? Warum fährt er, was weiß ich, der fährt ja wahrscheinlich nicht mal 80 oder so. Ich sehe auch gerade, dass wir eventuell mal bald tanken sollten. Wie groß bzw. wie klein ist denn bitte unser Tank? Wir sind jetzt nicht wirklich weit gefahren, nicht mal 1000 Kilometer. Wir haben aber noch Kraftstoff für 400 Kilometer. 580 Liter. Das ist jetzt ein ziemlich kleiner Tank, finde ich, ehrlich gesagt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wir fahren gerade an der Tankstelle vorbei. Allerdings, ne, wir sind gerade in einem Überholmanöver. Das heißt, das trifft sich nicht allzu gut. Dann tanken wir mal an der nächsten Tankstelle. Bei Lenkzeit müssten wir jetzt rein theoretisch noch genug haben für die komplette Tour. Wir haben ja jetzt gerade erst gepennt. Ja, guck mal, hier noch fast 10 Stunden. Dann werden wir auf jeden Fall bei der nächsten Mal tanken.
Wobei ich den LKW ja wahrscheinlich auch dann bald abgebe. Das heißt, tanken müsste ich jetzt eigentlich auch nicht. Dann würde ich auf jeden Fall keine Zeit damit verschwenden, mit dem Stehenbleiben und so. Da könnte man direkt durchfahren. Weil, wie gesagt, für 400 Kilometer reicht der Tank ja noch. Okay, da ist die Zeit mit dem Rausfahren. Okay, da ist er tatsächlich langsamer geworden. Sehr schön. Also einer, der das geblickt hat. Ich suche gerade die Anzeige. Wir haben keine digitale Anzeige für Reichweite noch. Finde ich ein bisschen doof. Naja, okay. Belassen wir es dabei. Wir haben ja nicht mal mehr 300 Kilometer jetzt gehabt, wo wir gerade geguckt haben. Deswegen würde ich mal behaupten, das wird auf jeden Fall noch reichen mit dem Tank. Bis nach Nantes. Wie auch immer man das richtig aussprechen mag, ich habe auch absolut keinen Plan. Da müsste ich meine Freundin fragen, die spricht nämlich Französisch. Aber ich, nix hab Plan. So, der Polensprinter fährt ab. Dann gehört die Spur jetzt mir, Kollege. Mittlerweile hat ja ETS2 so eine richtig. Entschuldigt bitte. Ey, warum? Bin ich nur noch am Durchgehen hier. Mittlerweile hat ETS2 ja doch eine ziemlich nette Atmosphäre hier geschaffen beim Fahren. Also, das fühlt sich alles mittlerweile doch noch besser an, als es vorher schon war. Ich war ja damals auf jeden Fall begeistert davon, wie sich ETS2 mit Controller spielen ließ, weil ich damals ja noch kein Lenkrad hatte. Mittlerweile ist aber aus ETS2 auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel geworden. Ich meine, es war damals schon geil, meiner Meinung nach. Aber jetzt mittlerweile hat es doch nochmal einige Level. Ja, es ist auf jeden Fall vorangekommen und das finde ich schön zu sehen. Ich denke, das liegt aber auch viel daran, dass man das Spiel mit dem Kauf von DLCs halt einfach sehr gut unterstützen konnte. Also zumindest die Entwickler. Oh Gott, der Polizist wird wahrscheinlich schimpfen. Was fährt denn der Spasti so die Stufe? Wobei, ich glaube nicht, dass er diesen Dialekt drauf hat, wenn das ein Franzose ist. Huch. Da habe ich die Kupplung zu schnell losgelassen. Aber warum fährt die Polizei hier denn überhaupt so langsam? Das finde ich ein bisschen strange. Naja, egal. Ich habe ja auch die ganze Zeit überlegt, was werde ich denn, also wie werde ich weitermachen mit. Was für Projekte werde ich machen in Zukunft? Und da habe ich auf jeden Fall von einem halben Jahr oder so, oder vielleicht ist das schon länger her, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die Idee gehabt, ja, die älteren Spiele von SCS Software auch zu spielen. Also 18 Wheels of Steel Across America habe ich ja schon gespielt, davon habe ich 20 Parts gemacht. Und eigentlich hätte ich schon Bock drauf, auch das nächste Spiel zu spielen. Also ich mache das so in, naja, mehr oder weniger chronologischen Reihenfolge. Und wenn ich mich nicht irre, wäre das nächste Spiel 18 Wheels of Steel Pedal to the Metal. Und ja, ich denke, das Projekt werde ich vielleicht bald in Angriff nehmen. Ich habe auch überlegt, Far Cry 2 zu machen, weil ich ja Far Cry 1 schon gespielt habe. Das wäre natürlich auch eine Idee. Wisst ihr was? Ich mache mal hier den Tempomat raus. Weil mir die Kurve irgendwie nicht so ganz geheuer ist. Und ich werde mal abbremsen hier. Die Kurve war jetzt wenigstens noch nicht so extrem, dass man sagen muss, boah, scheiß Alter, was für eine Dreckskurve. Mann, ist das hier schön.
Hier ruckelt es ab und zu mal so ein bisschen. Weiß nicht, woran das liegt. Könnte vielleicht jetzt am Promote oder so liegen. Weil ich glaube, wir befinden uns jetzt, wenn ich mich nicht irre, im Modgebiet. Oder? Keine Ahnung. Die Standard-Map habe ich auch schon seit ewig echt nicht mehr gesehen. Es ist halt... Ich habe keine Ahnung, wie groß die mittlerweile wirklich geworden ist. Aber von den DLCs her, die haben ja jetzt das Bella Italia rausgebracht. Das hat Italien so ein bisschen drauf, okay. Das Viva la Fro DLC hat ja auch nicht komplett Frankreich hinzugebaut, so viel ich mitbekommen habe. Wir haben mit Promods auf jeden Fall definitiv mehr Möglichkeiten. Aber hier ruckelt es tatsächlich so ein bisschen. Niedriger Tankfüllstand, Sie sollten eine Tankstelle aufsuchen. Ja, noch nicht. Wobei der Iveco echt viel Sprit verbraucht, ne? Also wir sind bei einem Durchschnittsverbrauch von 42,8 Liter. So, für 265 Kilometer reicht der Sprit noch. Und wir haben noch 124 vor uns. Ich denke mal, wir kommen damit klar. Wir wurden gerade von einem Dreiergolf überholt. Meine Schwester fährt einen Dreiergolf. An dieser Stelle mal liebe Grüße an meine Schwester. So, wir überholen schon wieder einen Polizisten. Irgendwann mal müssen die sich doch auch verarscht vorkommen. Wir fahren ja noch nicht mal besonders schnell, 84. Also, keine Ahnung, was mit denen los ist. Aber die sind definitiv etwas langsam unterwegs. Und wir sind schon bei 27 Minuten. Heidenei, ey. Wie schnell die Zeit jetzt vergangen ist. Aber ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt nur noch so 120 irgendwas Kilometer oder so vor uns haben, würde ich mal behaupten, wir machen die Tour noch zu Ende in dieser Folge. Und in der nächsten Folge können wir uns ja dann den neuen LKW kaufen. Und ich weiß immer noch nicht, was es wird. Ich glaube, ich werde es so machen. Ich werde jetzt gleich mal auf YouTube vorbeigucken bei meinen Kommentaren. Oh, VW Corrado hat uns überholt. Werde mal in meine Kommentare reingehen und mal gucken, was denn so in letzter Zeit denn viel gewünscht worden ist. Und dann werde ich mal, ja, dann werde ich mir das so ein bisschen als Hilfe nehmen und entscheiden, was wir uns als nächstes kaufen. Also ich weiß auf jeden Fall, der DAF, der will auf jeden Fall mal wieder gefahren werden. Zumindest wollt ihr das, dass ich den mal wieder fahre. Aber ich habe auch gedacht, vielleicht so ein Amerikaner wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Oder wollen wir das noch ein bisschen... Wollen wir auf die Amerikaner noch ein bisschen warten? Und jetzt erstmal einen DAF kaufen? Und selbst wenn ich einen DAF kaufe, dann weiß ich noch nicht welchen. Aber ich glaube, den letzten DAF, den wir gefahren sind, war ein älterer DAF. Also die Euro 5 Generation. Da können wir uns jetzt vielleicht die neue Generation holen. Das war auch ein Tandem. Wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, den sind wir sogar ein bisschen im Livestream gefahren. Dann wäre doch jetzt ein DAF Euro 6 vielleicht nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt im ganzen Let's Play einen Euro 6 hatte. Ein DAF. 124 Euro. Naja gut, wir haben jetzt eine längere Zeit schon keine Mautstelle mehr gehabt. Und waren lange auf der Autobahn unterwegs, aber das ist ja Wucher, mein lieber Mann, ey. €124. Na gut, ich brauche mich hier im Spiel gar nicht beschweren, weil wir doch relativ viel Geld haben. 2,8 Millionen Euro. Und das ist nichts ercheatet. Den Beweis, den seht ihr... Wollte ich tatsächlich runterschalten? Eigentlich wollte ich hochschalten, aber ich bin ja schon im 12. Verdammt. Den Beweis dafür, dass ich nicht cheate, könnt ihr ja eigentlich nachverfolgen oder halt... Das Ganze könnt ihr auf jeden Fall nachvollziehen, wenn ihr das ganze Let's Play seht. Also euch empfehlen würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil es halt knapp 400 Folgen sind jetzt mittlerweile. Aber ja, wir haben auf jeden Fall schon mal einen ziemlich großen Fuhrpark gehabt. Den ich dann aber verkauft habe, weil ich das Spiel geupdatet habe. Und ich habe einen ziemlich großen Anteil an Mods gehabt in diesem Fuhrpark.
und damit das Spiel sich nicht aufhängt und so weiter und so fort und es beim Updaten halt keine Probleme gibt, habe ich dann die ganzen Mods praktisch verkauft und dann konnte ich sie auch problemlos aus dem Mod-Ordner schmeißen. Deshalb bitte nicht wundern, weshalb ich bei knapp 3 Millionen Euro jetzt im Moment stehe. Eigentlich hätte ich viel, viel später abbremsen können mit dem Retarder. Aber ist schon okay. So, der Tandem hält sich relativ gut in der Spur. Und wir fahren jetzt gleich in die Stadt hinein. Und dann können wir auch gleich abladen gehen. Und dann bin ich mal gespannt, was für ein LKW wir uns dann in der nächsten Folge kaufen. Ich weiß es halt jetzt immer noch nicht. Ich entscheide das relativ spontan, wenn es dann soweit ist. Aber ich glaube, es wird ein DAF. DAF wurde immerhin gewünscht. Es wurde auch wirklich ein paar Mal in den Kommentaren geschrieben. Wie gesagt, den MP4 Arctros, also den New Generation Arctros, den habe ich jetzt auch schon gelesen gehabt. Als Gliederzug war der gewünscht. Aber ich glaube, bei dem DAF würde ich auf jeden Fall auf Sattelzugmaschine gehen. Weil ich Bock hätte, eventuell Kombi-Trailer zu fahren. Also nicht so, wie wir ihn jetzt in letzter Zeit als Gliederzug gefahren sind, sondern als Sattelzug mit Gliederzug-Anhänger sozusagen. Ist auch nochmal was anderes. Und so bin ich den auch noch nie gefahren. Also wäre das auch für mich was ganz Neues. So, Erstaufenthalt in Nantes. In Nantes. Mann, oh Mann, oh Mann. Scania? Saab meinte ich, Entschuldigung. Ich finde das cool, dass hier auch so Schilder aufgestellt worden sind. Ich wollte jetzt gerade sagen, komm, wir fahren mit Außenkamera dahin. Das Problem ist nur, ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. In der Außenkamera habe ich ja nix Navi. Aber es ist so, wie es aussieht, auf jeden Fall am Ende der Stadt. So, da kommt nochmal ein Kreisverkehr. Da sind die Franzosen ja auch berühmt für ihre Kreisverkehre. Ich glaube, das einzige Land, das noch berühmter ist für ihre Kreisverkehre, das ist wohl Großbritannien. So, durch die ganzen Firmen und so sehe ich gar nicht, wo ich hier lang muss. Coole Tankstelle. Ist auf jeden Fall weiter geradeaus. Wir fahren gleich an Saab vorbei. An der Firma. Dort können wir doch dann bestimmt auch Sachen laden. Also höchstwahrscheinlich Autos, nehme ich mal an. Das ist auch geil. Da gibt es nochmal einen Mercedes-Benz-Händler. Scheiße, ich hätte hier reingemusst. Kann ich auch von oben ranfahren? Sieht zumindest gerade... Ja, sieht so aus. Okay. Jetzt habe ich nicht auf die Straße richtig geachtet. Aber ist kein Problem. Wir Berufskraftfahrer kommen schon irgendwie damit klar. Wäre jetzt auch im ganzen Let's Play nicht das erste Mal, dass wir uns verfahren. Oder so ein bisschen verfranzen. Beziehungsweise ist es ja nicht mal wirklich verfahren, das ist ja jetzt eigentlich nur eine weiter rausgefahren. Ich weiß nicht, die ganze Zeit ist es mir nicht so stark aufgefallen, aber das 6x4 Fahrwerk hat wirklich irgendwie ein komisches Lenkverhalten. Ich muss da sehr viel mitlenken. Also wirklich sehr viel. Sehr stark vor allen Dingen lenken. Aber der ist ja auch relativ lang, der Motorwagen.
So, Anlieferung abzustimmen. So, eigentlich mache ich immer das hier, weil das da, glaube ich, so am interessantesten ist. Wenn wir den, ja, nur da langweilig hinstellen, wir könnten das Ganze auch überspringen, aber ich würde mal sagen, wir machen das da. Bestätigen. Dadurch, dass ich ja in echt auch LKW fahre, glaube ich, kriege ich das schon irgendwie hin. Wobei ich jetzt keinen Gliederzug fahre, sondern Sattel. Aber ich würde mal behaupten, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber die Firma ist ja recht cool aufgebaut hier. Wow. Was ich sehr geil finde, ist, es ist halt einfach super cool, dass SES Software da auch dran denkt, viele verschiedene Firmen wieder mit einzubauen mit jedem Update. Hier steht so eine alte Lok, das sieht ja auch geil aus. Total cool. Finde ich super, super geil, dass die auch immer Neues mit einbauen, vor allem also firmentechnisch und das Ganze auf jeden Fall interessant halten mit neuen Herausforderungen und so weiter. Finde ich super, super geil. So. So. Okay, Vorderreifen ist noch nicht auf dem Gras. Dann lenken wir mal komplett rum. Und ich würde mal behaupten, dass es so nichts wird. Glaube ich, weil der Anhänger doch seinen Weg braucht, bis er eine Lenkung, beziehungsweise eine Richtung halt annimmt. Mein Fahrlehrer hat damals gesagt, so circa 7 Meter eigentlich. Aber das habe ich nie wirklich ausgemessen. Keine Ahnung, ob es wirklich 7 Meter sind, die der Tandem braucht, weil ich habe ja auch Fahrschule auf dem Tandem gemacht. Allerdings war das kein Dreiachser-Motorwagen, sondern es nur ein Zweiachser, war wesentlich kürzer als der hier. Ich kann das gerade irgendwie schwer einschätzen. Ich glaube, ich habe etwas zu spät eingelenkt. Also in echt kann man das auch ein bisschen besser einschätzen, ab wann man zu lenken hat und wann nicht. Ich glaube, da fehlt es jetzt hier einfach so ein bisschen an Tiefenschärfe sozusagen. Aber ich denke mal, mit dem spätestens 20. Versuch sollten wir das doch hinkriegen. Irgendwie, das war schon wieder viel zu spät. Das sehe ich aber erst dann, wenn ich halt irgendwie in der Nähe von einem Auflieger nebendran bin, ne? Aber ich kann hier schon viel, viel früher rum. Nur, wie gesagt, ich sehe das halt irgendwie ein bisschen zu spät. So. Jetzt sollte es aber auf jeden Fall mal klappen, damit wir die Folge hier auch irgendwann mal beenden können. Wie viel Platz haben wir denn noch zum... Okay, das ist noch reichlich. So, so könnte ich ja jetzt schon abladen, aber das sieht nicht toll aus. Das ist ja nicht schön gerade so am Tor. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo genau die Hütchen waren auf der anderen Seite. Aber ist egal, wir fahren einfach nochmal ran. Die Zeit nehmen wir uns. Soll ja auch schön aussehen. Ich glaube, wir sind wieder ein bisschen zu weit links, oder? Huch. Stimmt gar nicht. Also so von der Markierung her sind wir relativ mittig. Wir sind natürlich noch ein bisschen weit rechts, aber so mal so abgesehen vom Tor hier. Moment mal. Ich glaube, das könnte man auf jeden Fall benutzen. Also wir sind eh viel zu tief. Egal. Egal, es passt schon. Wir sollten jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren und einfach mal abkoppeln. Den Scheiß hier. So, dann werden wir gleich einen Cut machen und dann einen neuen LKW kaufen.
Wir bekommen ja ganz schön viel an Bonussen hier, ne? Fähigkeitspunkt 6, 6, 6. Das war eine Fernfahrt, eine hochwertige Fracht und eine zerbrechliche Fracht. Ja, und fürs Parken haben wir auch noch 40 EP gekriegt. Oh, ist doch was. So, sehr schön. Also, dann wollen wir mal kurz speichern. Und Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wie es zeitlich bei euch aussieht. Bei mir ist es gerade 23:51 Uhr. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst doch bitte ein bisschen Feedback in den Kommentaren da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.